1941 verstößt. Und mit diesen Informationen wollen die Vereinigten Staaten die Welt davon überzeugen, dass ein härteres Vorgehen, womöglich ein Krieg gegen Saddam Hussein, nötig ist. Die Sitzung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wollen jetzt die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen, Sie auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. All das, was heute zum Thema Irak schon passiert ist. Ja, es geht doch schon los. Wie wir gerade sehen, senden wir den Film ein klein wenig später. Hier sind Sie also alle versammelt in dem wohl wichtigsten Gremium der Weltpolitik. Hier ist der russische Außenminister Iwanow noch zu sehen mit Colin Powell. Powell, sagt man ja, hat zusammen mit US-Präsident Bush in den vergangenen Tagen, vor allem gestern und heute, noch einmal mit sämtlichen Außenministern und UN-Botschaftern aller anderen 14 im Sicherheitsrat vertretenen Nationen telefoniert oder persönlich gesprochen und versucht, diese Sitzung so gut wie möglich vorzubereiten. Hier Hans Blix und Jack Straw, der britische Außenminister Kofi Annan dabei und auch Joschka Fischer. Es gab Zeitungsmeldungen heute, dass CIA-Chef George Tenet den Außenminister, den amerikanischen Außenminister begleiten sollte und auch anwesend sein sollte bei dieser Präsentation von Beweisen, um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen. Aber bisher haben wir Tenet noch nicht gesehen. Paul nimmt Platz. Es wird ja eine Vorstellung von Beweisen sein, bei der Powell auch Videoleinwände, so wie es im Vorfeld hieß, benutzen wird, um all die Satellitenfotos zum Beispiel zu zeigen, die die USA freigegeben haben. Das ist ja auch eine große Frage gewesen im Vorfeld dieser Sitzung. Und es gab wohl auch Streit darüber innerhalb der US-Regierung und mit den Geheimdiensten. Welche Informationen geben wir frei, welche geben wir nicht frei? Behalten Sie für etwas später auf. Das ist ein ganz interessanter Aspekt dieser Geschichte und wie unser Militärexperte Konrad Freitag gerade eben ja schon gesagt hat, es ist nicht auszuschließen, dass die Amerikaner einen Teil der Informationen, die sie haben, zurückhalten, unter anderem um die Quellen zu schützen und diese Informationen dann möglicherweise erst kurz vor einem möglichen Angriff bekannt zu geben. Jetzt nimmt der Roger Orné, Sie sind uns auch zugeschaltet aus Washington. Was können Sie denn sagen zu den Vorgesprächen, die Powell geführt hat mit den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates? Eine ganze Reihe von Vorgesprächen, wir haben das schon angesprochen. Es ging im Wesentlichen um Seelenmassage, um natürlich eine mögliche zweite Resolution vorzubereiten. Momentan nehmen die Mitglieder des UN Security Councils Platz. Und wir haben es schon gesagt, Außenminister Fischer hat hier den Vorsitz, er wird die Sitzung gleich offiziell eröffnen. Die Amerikaner erhoffen sich durch die Vorlage dieser Beweise und einer Indizienkette simpel und einfach bei den Chinesen, bei den Russen und bei den Franzosen einen Wechsel in der Stimmung, dass man sie dazu bekommt, einer möglichen zweiten Resolution, die später eingebracht werden soll, zustimmen. Vielen Dank, Roger Orné. Und jetzt würde ich die Regie bitten, den Ton vielleicht ein klein wenig lauter zu machen, denn die Sitzung beginnt in diesem Moment. Wie das Dokument der Tagesordnung 4701, die sich, Zitat, die Situation zwischen Irak und Kuwait, Zitat Ende. Wenn ich keine Einwände höre, dann will ich die Tagesordnung als angenommen ansehen. Die Tagesordnung wird angenommen. Ich möchte den Rat davon in Kenntnis sehen, dass ich einen Brief vom Vertreter Iraks erhalten habe, in der er bittet, an der Diskussion teilzunehmen wünscht. In Übereinstimmung mit den üblichen Vorgehensweisen schlage ich vor, mit Zustimmung des Rates, den Vertreter einzuladen, an der Diskussion ohne Abstimmungsrecht teilzunehmen, in Übereinstimmung mit den relevanten Vorsehungen der Charta, Regel 37 der Vorgehensweise. Es gibt keine Einwände, also angenommen. Ich möchte den Stellvertreter Iraks einladen, Platz zu nehmen am Tisch.
Ich möchte die Gegenwart des Seiner Exzellenz, den UNO-Generalsekretär Kofi Annan, zu diesem Treffen willkommen halten. Ich möchte auch die Gegenwart von Dr. Hans Blix, den Vorsitzenden der Überwachungskommission der UN, und Dr. Mohamed El-Baradei, der Internationalen Atomsicherheitsbehörde, willkommen heißen. Mitglieder des Rates, die Fragen an Dr. Blix und Dr. El-Baradei stellen möchten, sind dazu eingeladen, nach der Vertagung dieser Sitzung dies zu tun. Der Sicherheitsrat möchte jetzt beginnen, die Betrachtung des Punktes Nummer 2 der Tagesordnung. Der Zweck dieses Treffens ist es, eine Präsentation der Vereinigten Staaten anzuhören. Um in unserem Zeitrahmen zu bleiben, sind die Teilnehmer aufgefordert, nicht länger als 7 Minuten zu sprechen. Ich möchte jetzt den Außenminister der Vereinigten Staaten, seine Exzellenz Mr. Colin Powell, das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident. Mr. Präsident, Herr Generalsekretär, verehrte Kollegen, ich möchte jetzt damit anfangen, nämlich meinen Dank auszudrücken. Dies ist ein sehr wichtiger Tag für uns alle, weil wir uns die Situation im Irak betrachten und seine Verpflichtung abzurüsten, so wie es Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrats vorsieht. Im letzten November hat dieser Sicherheitsrat diese Resolution verabschiedet mit einem einstimmigen Ergebnis. Der Zweck dieser Resolution war es, Irak von den Massenvernichtungswaffen zu befreien. Irak ist schuldig befunden worden, diese Verpflichtung gebrochen zu haben, und zwar 16 Resolutionen in den vergangenen 12 Jahren einschließen. Resolution 1441 hat nicht mit einem Unschuldigen zu tun, sondern das Regime hat regelmäßig diese Resolution verletzt. Resolution 1441 hat dem Irak eine allerletzte Chance geboten, um in Übereinstimmung zu kommen mit dieser Resolution oder ernste Konsequenzen zu tragen. Die Abstimmung an diesem Tag hatten keine Illusion über die Natur oder die Absicht dieser Resolution oder was auch ernsthafte Konsequenzen bedeuten würden, wenn der Irak nicht kooperiert. Wir rufen den Irak auf, zusammenzuarbeiten mit den wiederkehrenden Inspektoren der UNMOVIC und der Internationalen Atomenergiebehörde. Wir haben ganz strenge Standards festgelegt, um den Inspektoren die Arbeit zu gewährleisten im Irak. Also liegt die Last auf dem Irak, abzurüsten und zusammenzuarbeiten und nicht auf den Inspektoren, das zu finden, was Irak mit allergrößter Mühe so lange zu verbergen gesucht hat. Die Inspektoren sind Inspektoren. Sie sind keine Detektive. Ich bitte diese Sitzung heute für 2 Zwecke zu nutzen, um die Dinge, die Dr. Blix und El-Baradei herausgefunden haben, das, was am 27. Januar, Zitat, Irak ist wahrscheinlich noch nicht zu einer vollständigen Akzeptanz, auch heute nicht, der Forderung nach der Entrüstung, der Abrüstung gekommen zu sein, Ende des Zitats. Die Deklaration des Irak hat keine neuen Informationen zur Verfügung gestellt, die sich an bestimmte Fragen wenden, die immer noch offen sind seit 1998. Meine zweite Absicht heute ist, Ihnen weitere Informationen zu liefern, um mit Ihnen das Wissen zu teilen, was wir über die Massenvernichtungswaffen im Irak wissen, auch was die Rolle des Iraks im Zusammenhang mit dem Terrorismus angeht, was auch Bestandteil der Resolution 1441 und anderer vorhergehender Resolutionen war. Ich könnte auch noch hinzufügen, dass wir alle relevanten Informationen, die uns zur Verfügung stehen und die wir können, auch an das Inspektionsteam liefern, sodass sie ihre Arbeit leisten können. Das Material kommt aus verschiedenen Quellen. Eines sind US-Quellen, auch aus anderen Ländern. Einige dieser Quellen sind technisch, wie Telefonabhörungen, Fotos aus Satelliten. Andere Quellen sind Menschen, die ihr Leben riskiert haben, um die Welt wissen zu lassen, was Saddam Hussein wirklich vorhat. Ich kann Ihnen nicht alles sagen, was wir wissen, aber was ich Ihnen zeigen kann, zusammen mit all dem, was wir alle erfahren haben, das ist doch sehr verstörend. Was Sie sehen, ist eine Zusammentragung von Fakten und Verhaltensmustern,
Was das Verhalten angeht des Iraks, und das demonstriert, dass Saddam und sein Regime keine Anstrengung geleistet haben, um abzurüsten, wie es verlangt war von der internationalen Gemeinschaft. Die Tatsachen, was das Verhalten Iraks angeht, zeigt, dass Saddam Hussein und sein Regime doch Massenvernichtungswaffen wohl verbergen. Lassen Sie mich damit beginnen, indem ich Ihnen ein Tonband vorspiele. Was Sie hören werden, ist ein Gespräch, was meine Regierung abgehört hat. Es findet statt am 26. November letzten Jahres, am Tag, bevor das UN-Team die Inspektion wieder aufgenommen hat. Dieses Gespräch beinhaltet zwei Offiziere, einen Colonel und einen Brigadier der republikanischen Garde. Wir haben eine kleine Frage. Ja. Über das Komitee, das jetzt anreist. Ja, ja. Mit Mohammed al-Baradei. Ja. Naja, wir haben dieses modifizierte Fahrzeug. Ja. Was sagen wir denn, wenn das einer von denen sieht? Ihr habt doch kein modifiziertes. Bei Gott, ich habe eins. Wie? Aus der Werkstatt? Ja, ja. Ich werde morgens vorbeikommen. Ich habe einige Kommentare noch zu machen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr vielleicht etwas übrig gelassen habt. Wir haben alles evakuiert. Wir haben nichts übrig gelassen. Ich habe noch eine Konferenz im Hauptquartier. Bevor ich zur Konferenz gehe, werde ich noch bei dir vorbeikommen. Lassen Sie mich hier nochmal Inhalte, um nochmal einige Punkte dieser Konversation, die Sie gerade gehört haben, zwischen den beiden Offizieren noch einmal Revue passieren zu lassen. Es wird zugegeben, dass der Kollege Mohammed al-Baradei kommt und Sie wissen, dass er nächsten Tag kommt und dass er nach Dingen sucht, die verboten sind. Er erwartet, dass diese Gentlemen mit ihm zusammenarbeiten und nicht Dinge verstecken, aber sie machen sich Sorgen. Die haben dieses umgebaute Vehikel. Was sagen wir denn, wenn das einer von denen sieht? Die Sorge ist, dass es etwas ist, was sie nicht haben sollten und das auch nicht gesehen werden sollte. Der Gentleman glaubt das nicht. Ja, doch, haben wir. Wie? Woher? Aus der Werkstatt? Von der Gesellschaft Al-Kindi. Von Al-Kindi. Ich werde morgen vorbeikommen. Ich mache mir doch Sorgen, dass ihr vielleicht noch was übrig gelassen habt. Nein, wir haben alles evakuiert, wir haben nichts mehr übrig gelassen. Keiner sagt, wir haben nichts nicht zerstört, wir haben es nicht zur Inspektion freigegeben, wir haben es nicht den Inspektoren übergeben, wir haben es evakuiert, wir haben es weggebracht, sodass es nicht mehr da ist, wenn die Inspektoren auftauchen. Ich werde morgen vorbeikommen. Die Gesellschaft Al-Kindi, das ist eine Firma, die bekannt dafür ist, dass sie in Aktivitäten, die verbotene Waffensysteme angeht, involviert sind. Ein anderes Band werde ich Ihnen noch vorspielen. Wie Sie sich erinnern, haben die Inspektoren 12 leere Gefechtsköpfe gefunden am 16. Januar. Vier Tage später, am 20. Januar, hat der Irak versprochen, dass sie ihn weitersuchen werden. Sie werden jetzt einen Offizier von der republikanischen Garde im Hauptquartier hören, der Befehle an Feldoffiziere weitergibt. Diese Unterhaltung ist erst letzte Woche aufgezeichnet worden, am 30. Januar. Sir, ja. Es gibt eine Anordnung der republikanischen Garde aus dem Chefbüro, aus dem Stabschef und der Konferenz heute, ja. Es gibt die Möglichkeiten, dass es noch verbotene Munition gibt, ja. Es gibt die Möglichkeit, dass es möglicherweise verbotene Munition ist. Und wir haben dir eine Botschaft geschickt, dass man doch mal die Müllplätze untersuchen soll. Naja, nachdem Sie das ausgeführt haben, was in dieser Botschaft enthalten ist, dann zerstören Sie die Botschaft, ja. Denn ich möchte nicht, dass sie irgendjemand sieht. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Lassen Sie mich nochmal innehalten, um nochmal die Elemente dieser Botschaft betrachten. Sie untersuchen die Munition, die Sie haben. Es könnte ja verbotene Munition dabei sein. Dass es möglicherweise zufällig verbotene Munition sein soll. Wir haben doch gesagt, dass du die Müll- und die verlassenen Plätze nochmal untersuchen soll. Aber denk an die erste Botschaft. Evakuieren. Das ist immer Teil eines Systems des Versteckens. Dinge wegzubringen, um sicherzustellen, dass man nichts zurückgelassen hat. Wir gehen noch ein wenig weiter in dieser Message und wir sehen die besonderen Anordnungen aus dem Hauptquartier. Nachdem dieser Befehl ausgeführt worden ist, dann soll diese Botschaft zerstört werden. Ich möchte nicht, dass sie irgendjemand sieht. Okay? Okay. Warum? Warum? Diese Botschaft hätte verifiziert,
dass man versucht hat, Dinge versteckt hat. Aber diese Botschaft sollte nicht gesehen werden, denn sie wollten das Gebiet säubern, um keine Beweise zu hinterlassen, Beweise der Gegenwart von Massenvernichtungswaffen. Und sie können behaupten, dass nichts mehr da ist und die Inspektoren können so suchen, wie sie wollen und sie werden nichts finden. Diese Versteckversuche von den Inspektoren, das sind keine ein, zwei isolierte Ereignisse. Im Gegenteil, das ist Bestandteil einer Ausweichpolitik und einer Täuschungspolitik, die seit 12 Jahren existiert und zwar die auch in den höchsten Ebenen des Regimes gebilligt wird. Wir wissen, das, was Saddam Hussein etwas hat, was auch auf Saddam Hussein zurückzuführen ist, ein Komitee zur Täuschung der Inspektoren. Er will nicht zusammenarbeiten, nicht beitragen, aber sie auszuspionieren und sie von der Arbeit abzuhalten. Dieses Komitee berichtet direkt an Saddam Hussein und der Vorsitz ist Tara Yassin Ramadan, der Vizepräsident des Irak, und seine Mitglieder sind unter anderem Qusay, der Sohn Saddam Husseins, und dieses Komitee. Da ist auch Lieutenant General Sami dabei, ein Berater von Saddam Hussein, im Falle, dass dieser Name nicht sofort bekannt hier ist. Er ist der Hauptkontaktpunkt für Dr. Blix und Dr. El-Baradei, seine Kontaktpersonen. General Assadi hat vor der Öffentlichkeit geschworen, dass der Irak ohne Bedingungen zusammenarbeiten will, aber im Gegenteil, aber Assadis Job ist, seine Arbeit ist es nicht, zusammenzuarbeiten, sondern zu täuschen, nicht abzurüsten und die Arbeit der Inspektoren zu unterminieren und ihre Arbeit zu frustrieren, um sicherzustellen, dass sie nichts erfahren. Wir haben viel erfahren über die Arbeit dieses Sonderkomitees. Wir haben das kurz vor der Rückkehr von den Inspektoren gelernt, dass das Regime sich entschieden hat, wieder etwas aufzunehmen, was sie das alte Katz-und-Maus-Spiel nennen, Zitat Ende. Lassen Sie mich zum Beispiel nochmal auf diese ganz berühmte Deklaration zurückkommen, die dem Sicherheitsrat vorgelegt worden ist. Der Irak hat niemals die Absicht gehabt, zusammenzuarbeiten mit dem Mandat dieses Rats. Stattdessen hat der Irak gedacht, dass dieser Bericht uns überwältigen würde mit sinnlosen Informationen, sodass wir keine Zeit mehr hätten, die verbotenen Waffen nachzuforschen. Das sollte uns in diesem Raum, denjenigen von uns hier im Rat, den falschen Eindruck geben, dass der Inspektionsprozess tatsächlich funktioniert. Sie haben die Ergebnisse gesehen. Dr. Blix hat gesagt, dass 12.000 Deklarationen, dass sie reich an Umfang, aber arm an Informationen und praktisch leer von neuen Beweisen ist. Irgendein Mitglied dieses Rats könnte doch tatsächlich nicht zur Verteidigung dieser falschen Deklaration auftreten. Alles, was wir gesehen und gehört haben, deutet an, dass anstelle der aktiven Kooperation zur Sicherstellung des Erfolgs dieser Mission Saddam Husseins und sein Regime unterwegs sind, um alles Mögliche zu tun, um sicherzustellen, dass die Inspektoren absolut nichts finden werden. Meine Kollegen, jede Erklärung, die ich heute mache, wird von Quellen unterstützt. Soliden Quellen, das sind keine Unsicherheiten. Wir geben Ihnen Fakten und Schlussfolgerungen aus zum Beispiel menschlichen Quellen. Es gab Befehle an die Sicherheitsorganisation im Irak, auch an Saddam Husseins eigenes Büro, um alle Korrespondenz zu verstecken mit dem militärisch-industriellen Komplex. Das ist die Organisation, die die Aktivitäten des Irak für das Massenvernichtungsprogramm überwacht. Und das soll sicherstellen, dass alle Sachen vernichtet werden. Saddam Hussein hat die Verbringung aller Waffen aus den vielen Palästen angeordnet. Mitglieder der herrschenden Baath-Partei und Wissenschaftler haben versteckte Gegenstände in ihren Privathäusern versteckt und auch Akten mitgenommen und haben auch in Autos verbracht, die dann in der Gegend herumgefahren sind, um Kontakt zu vermeiden. Wir haben dramatische Bestätigung dieser Berichte gefunden, als wir die Wohnung eines Nuklearwissenschaftlers untersucht haben und dort 2000 Seiten Dokumente gefunden haben. Wir sehen hier gerade, wie sie aus diesem Haus gebracht werden und der UN übergeben wurden. Einiges dieses Material ist geheim, klassifiziert und bezieht sich auf das Nuklearprogramm des Irak. Beantworten Sie mir die Frage, sollen wir das Haus jeden
jedes Regierungsmitglieds und jedes Parteimitglieds und jedes Wissenschaftlers durchsuchen, um die Wahrheit herauszufinden, um die Informationen zu bekommen, die wir brauchen, um die Forderungen dieses Rats zu erfüllen. Unsere Quellen sagen uns, dass in einigen Fällen die Festplatten von Computern ausgetauscht wurden. Wer hat die denn mitgenommen? Wo sind sie jetzt? Und was wird versteckt? Und warum? Es gibt nur eine Antwort darauf, um zu täuschen, zu verstecken und es vor den Inspektoren zu verstecken. Viele menschliche Quellen sagen uns, dass die Irakis nicht nur Dokumente verbringen und Festplatten, sondern auch Massenvernichtungswaffen, um sie vor den Inspektoren zu verbergen. Während wir hier in diesem Raum sitzen, um die Resolution 1441 im letzten Herbst diskutiert haben, wissen wir von Quellen, dass eine Raketenbrigade außerhalb von Bagdad Gefechtsköpfe verbracht hat, die auch biologische Kampfstoffe beinhalten, an verschiedene Orte im Westen des Irak. Viele der Raketenstartrampen und Raketen wurden in großen Palmenanlagen versteckt, um der Überwachung zu entgehen. Wir haben auch Satellitenfotos, die andeuten, dass verbotenes Material kürzlich erst verbracht worden ist, und zwar auch aus Fabriken zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Ein Wort noch zu den Satellitenfotos, bevor ich Ihnen ein paar zeige. Die Fotos, die ich Ihnen zeigen werde, sind manchmal schwer zu erkennen für eine Durchschnittsperson, auch für mich. Aber genaue Fotoanalysen, die von Experten durchgeführt wurden, die Jahre von Erfahrung dazu brauchen, die stundenlang über diese über Lichttischen sitzen und diese Fotos durchgehen. Und wenn ich Ihnen diese Fotos zeige, möchte ich Ihnen versuchen zu erklären, was Sie andeuten, was Sie meinen für unsere Fotospezialisten. Lassen Sie uns ein Bild betrachten. Dieses Foto zeigt eine Munitionsfabrik an einem Ort namens Taji, eins von 65 Einrichtungen in Irak. Wir wissen, dass diese chemische Munition beinhaltet hat. Und das ist tatsächlich der Ort, in dem sie vor kurzem die 4 Gefechtshüllen präsentiert haben. Hier sehen Sie Bunkeranlagen in den roten Quadraten und den das sind aktive Chemie-Munitionsbunker. Wie kann ich das ausdrücken? Gucken wir noch mal näher. Sehen Sie sich das Bild links an. Auf der linken Seite sehen Sie eine Nahaufnahme eines dieser Chemiebunker. Die zwei Pfeile zeigen die Gegenwart von Zeichen an, dass dort chemische Munition gelagert wird. Security, der Sicherheitspfeil, zeigt, dass dies ein Wachhaus für besondere Wachkräfte sind, die auch die Lecks vermeiden sollen. Das Fahrzeug, was Sie sehen, ist ein Entgiftungsfahrzeug für den Fall, dass etwas schief geht. Das ist doch ganz charakteristisch für diese 4 Bunker. Die Sondersicherheitseinrichtung und die Entgiftungsfahrzeuge, die in diesem Gebiet sind, und die fahren ja herum und sie werden auch gebraucht, denn Menschen arbeiten ja in diesen verschiedenen Bunkern. Das Bild auf der rechten Seite. Sie sehen zwei dieser gereinigten Bunker. Die Fahrzeuge sind weg, die Zelte sind weg. Es wurde aufgeräumt und das wurde gemacht am 22. Dezember, als das UN-Inspektorenteam ankam. Und Sie sehen nun, wie unten die Fahrzeuge des UN-Teams am unteren Bild dran ankommen. Diese Bunker waren sauber, als die Inspektoren ankamen. Sie haben nichts gefunden. Diese Serie von Ereignissen haben doch den Verdacht erregt, dass der Irak Informationen im Vorweg, und zwar Tipps, erhalten hat. Wir wissen, dass Irak heute seine Geheimdienstquellen nutzt, um diese Aktivitäten zu verstecken. Aus unseren Quellen wissen wir, dass das Inspektorenteam immer von der Armee des Irak überwacht werden. Sie haben nachdrücklich versucht, alle, sowohl wie Stimmen als auch Elektronik, einzusetzen dafür. Ich möchte noch einmal auf das Papier hinweisen, was das Vereinigte Königreich gestern mit außergewöhnlichen Details über diese Aktivitäten vorgelegt hat. Im nächsten Beispiel sehen Sie die Aktion, die Versteckaktion, die der Irak unternommen hat, in Beantwortung der Aufnahme der Inspektionen. Im November 2002, kurz bevor die Inspektoren ihre Arbeit wieder aufnehmen
wollten, da hat diese Aktivität ihren Höhepunkt erreicht. Bei dieser Raketenfabrik am 10. November sehen wir einen Lade-LKW, der Raketenteile trägt. Bei dieser Einrichtung für biologische Waffen am 5. November, kurz zwei Tage bevor die Inspektion wieder aufgenommen wurde, hat dieser Karawan sich wieder gezeigt. Etwas, was wir niemals gesehen haben bei dieser Einrichtung, und die haben wir sorgfältig und regelmäßig überwacht. Bei dieser Raketenfabrik, zwei Tage bevor die Inspektion wieder begonnen haben, sieht man große LKWs, fünf Stück, die zusammen mit einem Kran aufgetaucht sind, um Raketen zu verbringen. Wir haben diese Art von Aufräumaktien bei nahezu 30 Stellen beobachtet. Tagelange Aktivitäten, da wurden diese Fahrzeuge und diese Teile, dann sind sie verschwunden und dann ist alles wieder zur Normalität zurückgekehrt. Wir wissen nicht genau, was der Irak verbracht hat, aber die Inspektoren wussten über diese Orte, also hat der Irak auch gewusst, dass sie kommen würden. Wir müssen uns doch fragen, warum der Irak so plötzlich diese Ausrüstung verbringt, wo sie doch eigentlich zeigen wollten, was sie haben und was sie nicht haben. Das erste Telefongespräch, denken Sie daran, wo die beiden Offiziere darüber gesprochen haben, was sie verstecken wollen. Wo hat der Irak all diese Ausrüstungsgegenstände hingebracht? Warum wurde es den Inspektoren nicht vorgezeigt? Der Irak hat ebenso sich geweigert, Überwachungsflüge zuzulassen, dass die den Inspektoren eine bessere Vorstellung davon gegeben hätte, was vorher, während und nach den Inspektionen weggeschafft wurde. Diese Weigerung, diese Art von Aufklärung ist eine direkte Verletzung des 7. Paragraphs unserer Resolution 1441. Saddam Hussein und sein Regime versuchen nicht nur Waffen zu verstecken, sie versuchen auch Menschen zu verstecken. Sie kennen die Grundlagen. Der Irak hat nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, sofortige und privaten Zugang, unbehinderte Zugang zuzulassen zu offiziellen Personen, so wie es die Resolution verlangt. Das Regime gestattet nur Gespräche und Interviews in Gegenwart einer irakischen Aufsichtsperson. Die offizielle Behörde, die damit betraut ist, hat öffentlich anerkannt, und dass keiner bereit ist, den Irak zu verlassen, um interviewt zu werden. Der Vizepräsident Ramadan hat die Inspektoren beschuldigt, Spionage zu betreiben. Eine verdeckte Bedrohung, dass jeder, der mit den Inspektoren zusammenarbeitet, doch Hochverrat begeht. Irak hat seine Verpflichtung nicht nachgekommen, um umfassende Listen zusammenzustellen von Wissenschaftlern, die mit den Massenvernichtungsprogrammen assoziiert sind. Die Listen waren veraltet und haben nur 500 Namen beinhaltet, trotz der Tatsache, dass UNSCOM vorher eine Liste zusammengestellt hat von ungefähr 3500 Namen. Lassen Sie mich noch einmal sehen, was eine Anzahl menschlicher Quellen uns erzählt hat. Saddam Hussein hat direkt teilgenommen an Versuchen, Gespräche zu verhindern. Anfang Dezember hat Saddam Hussein alle irakischen Wissenschaftler gewarnt vor den ernsten Konsequenzen, die sie und ihre Familie zu tragen hätten, wenn sie irgendwelche sensiblen Informationen an die Inspektoren weitergeben würden. Sie wurden gezwungen, Dokumente zu unterzeichnen, dass sie zugaben, dass die Weitergabe von Informationen die Todesstrafe nach sich zöge. Saddam Hussein hat auch gesagt, die Wissenschaftler sollten zustimmen, nicht den Irak zu verlassen. Wer sich außerhalb des Iraks für Gespräche bereit erklärt, wird als Spion behandelt. Das verletzt 1441 ebenso. In Mitte November, kurz bevor die Inspektoren zurückkehrten, haben irakische Experten Befehle erhalten, zur Sondersicherheitsorganisation zu Gesprächen zurückzukehren, um Gegenspionagetraining zu bekommen. Das sind Ausweichmethoden, Verhörwiderstand zu lernen und wie man Inspektoren in die Irre leitet. Meine Damen und Herren, das sind keine Vermutungen, das sind Tatsachen, die von vielen Quellen belegt werden. Einige sind Quellen von Geheimdiensten anderer Länder. Zum Beispiel Mitte Dezember haben Waffenexperten gesagt, dass eine Einrichtung, haben Inspektoren getäuscht über die Arbeit in einer bestimmten Fabrik. Befehle kamen direkt von Saddam Hussein. Irakische Behörden haben ein falsches Todeszertifikat für einen Wissenschaftler ausgestellt, während der in ein Versteck verbracht wurde. Eine Fabrik, die mit Massenvernichtungswaffen zu tun hat. Diese Experten haben
Befehle erhalten, zu Hause zu bleiben, nicht zur Arbeit zu gehen, um den Inspektoren auszuweichen. Andere Wissenschaftler, die nicht an diesem Programm beteiligt werden, haben dann diese Arbeiter ersetzt. Viele Dutzende wurden unter Hausarrest gestellt, nicht ihren eigenen Häusern, sondern gruppenweise in einen von den sogenannten Guesthäusern Saddam Hussein. Das geht weiter, das geht so weiter und so weiter. Wie die Beispiele, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, zeigen, Informationen und geheimdienstliche Informationen zeigen auf ein aktives und systematische Versuche des irakischen Regimes, um Schlüsselmaterial und Menschen vor den Inspektoren vorzuhalten, und zwar unter Verletzung der Resolution 1441. Das Muster ist nicht nur das von zögernder Zusammenarbeit, es ist auch nicht der Mangel an Zusammenarbeit. Was wir hier sehen, ist eine absichtliche Kampagne, um sinnvolle Inspektionen zu verhindern. Meine Kollegen, der Paragraph 4 der UN-Resolution 1441, über die wir so lange zusammen gesessen haben im letzten Herbst, sagt doch ganz deutlich, dass falsche Berichte und Auslassungen in den Deklarationen und die Weigerung Iraks, zu irgendeinem Zeitpunkt die Umsetzung dieser Resolution zu verhindern, soll dann, und die Fakten sprechen ja für sich selber, dann stellt das eine direkte Verletzung der Verpflichtungen dar. Wir werden dem Irak einen frühen Test geben, ob sie eine ehrliche Erklärung abgeben können und ob sie schon früh ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Inspektoren anzeigen würden. Das war ein früher Test und dieser Test ist von ihnen nicht bestanden worden. Der Standard dieses Paragraphs, deswegen glaube ich, dass der Irak jetzt weiterhin seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Das kann man diskutieren, das kann man nicht diskutieren, nicht widerlegen, diese Schlussfolgerung. Der Irak hat sich jetzt in die Gefahr der ernsten Konsequenzen begeben, die die Resolution 1441 verlangt. Und diese Körperschaft läuft jetzt Gefahr, irrelevant zu werden, wenn der Irak weiterhin der Weltgemeinschaft trotzt. Die Frage, die hier vorliegt, ist nicht, wie viel Zeit wir noch bereit sind, den Inspektoren zu stellen, um weiterhin vom Irak behindert zu werden, aber wie viel länger sind wir gewillt, mit der Nichtzusammenarbeit des Iraks sie zu dulden. Wir als Rat, wir als Vereinte Nationen sagen, genug, genug. Die Ernsthaftigkeit dieses Moments passt zur Ernsthaftigkeit der Bedrohung der Massenvernichtungswaffen für die Welt. Lassen Sie mich jetzt nochmal zu diesem tödlichen Waffenprogramm kommen und warum diese Gefahren ernsthafte Gefahren für die Region und für die Welt sind. Zunächst biologische Waffen. Wir haben oft hier gesprochen über biologische Waffen. Nun, ein geschichtlicher Ansatz, den ich hier machen muss, ein paar schnelle Punkte. Sie erinnern sich, dass UNSCOM 4 lange und frustrierende Jahre, um dem Irak zuzugeben zu lassen, dass sie diese Waffen haben. Als der Irak endlich den Besitz zugab 1995, waren das doch sehr hohe, große Quantitäten. Weniger als ein Teelöffel trockenen Anthrax, ungefähr diese Menge, das ist ungefähr ein Teelöffel. Weniger als ein Teelöffel trockenen Anthrax in einem Umschlag hat im Herbst 2001 den US-Senat praktisch lahmgelegt. Viele Menschen mussten notmedizinische Behandlung untergehen. Nur ungefähr diese Menge war innerhalb eines Briefumschlages. Der Irak hat 8.500 Liter Anthrax deklariert. Und UNSCOM schätzt, dass Saddam Hussein 25.000 Liter produzieren könnte. Wenn sie in dieser trockenen Form konzentriert sind, dann ist diese Menge genug, um Zehntausende von Teelöffeln zu füllen. Und Saddam Hussein hat nicht nachvollziehbar dargelegt, wo auch nur ein Teelöffel dieses tödlichen Materials sich befindet. Und das ist mein dritter Punkt.
Das ist ein Schlüsselpunkt. Die Irakis haben niemals belegt, wo all die biologischen Waffen sind, von denen sie zugegeben haben, dass sie sie besitzen und von denen wir wussten, dass sie sie besitzen. Sie haben nie nachgewiesen, wo all das organische Material ist, was man dafür braucht. Und sie haben nicht nachgewiesen, wo diese Waffen sind, die mit diesen Kampfstoffen 400 Bomben voll versteckt sind. Das sind Beweise und keine Vermutungen. Das ist wahr. Das ist alles gut dokumentiert. Dr. Blix hat diesem Rat erzählt, dass Irak wenig Beweise dargestellt hat, wo denn die Anthrax-Produktionsstellen sind, und hat auch keine überzeugenden Beweise für deren Zerstörung vorgelegt. Es ist also kein Schock für uns, da Saddam Hussein ja die letzten Inspektoren 1998 fortgeschickt hat, dass wir doch viel Beweise haben, Geheimdienstbeweise, dass diese Materialien verbracht worden sind. Nun, was wir über diese Waffen wissen, es gibt wohl die Gegenwart von mobilen biologischen Laboratorien. Und ich möchte nochmal auf diese Akte zurückkommen. Was wir wissen von Augenzeugenberichten, wir haben Beschreibung aus erster Hand von Fabriken zur Herstellung biologischer Waffen auf Schienen und auf Rädern. Diese Fahrzeuge, diese Züge sind einfach bewegbar, sodass sie den Inspektoren ausweichen können. In einem Zeitraum von nur Monaten können sie biologisches Gift herstellen. Und diese gesamte, obwohl dieses mobile Produktionsprogramm erst in den 90er Jahren begonnen hat, haben UN-Inspektoren zu diesem Zeitpunkt nur vage Hinweise auf solche Programme gehabt. Die Bestätigung kam erst später, im Jahre 2000. Die Quelle war ein Augenzeuge, ein chemischer Ingenieur, der eine dieser Einrichtungen überwacht hat. Er war sogar gegenwärtig, während diese Produktion gefahren wurde. Er war sogar vor Ort, als 1998 ein Unfall geschehen ist, bei dem 12 Techniker gestorben sind, als sie in Kontakt kamen mit diesen Kampfstoffen. Als die UNSCOM dort vor Ort war, wurde dieses Programm immer um Mitternacht begonnen, am Donnerstag, sodass man ging davon aus, dass die UN-Inspektoren nicht am heiligen muslimischen Freitag ihre Inspektion beginnen würden. So, eine solche Produktionsvorgang musste immer fertiggestellt werden, noch bevor die Inspektoren ankamen. Und dieser Überläufer versteckt sich jetzt in einem anderen Land mit dem sicheren Gewissheit, dass Saddam Hussein ihn töten würde, wenn er ihn denn fände. Dieser Augenzeugenbericht dieser mobilen Produktionseinrichtung wurde auch von anderen Quellen bestätigt. Eine zweite Quelle, ein irakischer Ingenieur, hat uns Details zur Verfügung gestellt und hat bestätigt, dass es diese transportablen Einrichtungen gibt, die auf Lastwagenanhängern bewegt werden. Im Sommer 2002 gab es einen Bericht, dass der Irak mobile Produktionseinrichtungen, die auf Schienen- und Straßenfahrzeugen aufgerichtet wurden. Ein irakischer Major, der überlief, hat bestätigt, dass der Irak mobile Forschungslaboratorien besitzt, zusätzlich zu diesen Einrichtungen, die ich früher erwähnt habe. Wir haben überprüft, wir haben Diagramme, die das darstellen. Hier sehen Sie Zeichnungen von diesen mobilen Produktionseinrichtungen. Die Beschreibung über die technischen Details, die dafür notwendig sind, sind doch sehr detailliert und sehr zutreffend. Diese Zeichnungen auf der Grundlage der Beschreibungen zeigen, da sind die Fermentationsanlagen, die Tanks, die Pumpen, die Kompressoren und andere Teile. Wir wissen, wie die aussehen, wir wissen, wie das zusammenpasst und wie sie arbeiten, funktionieren. Wir wissen sehr viel über die Plattformen, auf denen sie aufgerichtet werden. Wie dieses Diagramm zeigt, können diese Einrichtungen ganz einfach versteckt werden, indem man sie bewegt, wie sie ganz gewöhnliche LKWs aussehen lässt. Tausende von Meilen Autobahnen können sie entlang bewegt werden, in einer Garage, in einer Lagerhalle oder irgendwo können sie versteckt werden oder in den Untergrundtunneln und Bunkern, die der Irak besitzt. Wir wissen, dass der Irak mindestens 7 dieser biologischen Produktionseinrichtungen hat, diese Trucks. Das bedeutet, dass diese mobilen Einrichtungen, es gibt nur wenig davon, ungefähr 18, von denen wir wissen, es kann vielleicht mehr geben, aber
vielleicht 18, von denen wir wissen. Und versuchen Sie, stellen Sie sich das mal vor, wie soll man 18 LKWs unter den abertausenden LKWs, die auf den Straßen des Irak fahren, jeden einzelnen Tag. Es hat die Inspektoren 4 Jahre gekostet, um herauszufinden, dass der Irak biologische Kampfstoffe entwickelt. Wie lange, glauben Sie, wird es für die Inspektoren dauern, um auch nur einen dieser 18 LKWs zu finden, ohne dass der Irak ihnen dabei hilft? Das, was von ihnen erwartet wird, über diese Art von Fähigkeiten. Meine Damen und Herren, das sind sehr hochtechnische Einrichtungen. Sie können zum Beispiel Milzbrandkampfstoffe Botulinum produzieren und genügend trockene Kampfstoffe in einem einzelnen Monat herstellen, um Abertausende von Menschen zu töten. Dieser trockene Kampfstoff, so wie der hier, ist die allertödlichste Form, die es für Menschen gibt. 1998 haben UN-Experten waren sich einig, dass sie genügend Trocknungstechniken besitzen für diese Waffen. Und sie haben auch diese Trockentechnik in ihre LKWs verbracht. Wir wissen, dass es waffenfähig gemacht hat, nicht nur Anthrax, sondern auch andere biologische Kampfstoffe, Botulin zum Beispiel, Aflatoxin. Aber die Forschungsversuche des Iraks haben da nicht aufgehört. Saddam Hussein hat Dutzende von Kampfstoffen untersucht, so dass es zum Beispiel Typhus, Cholera und Fieber und die Pest und all diese Krankheiten erzeugen kann. Und er hat auch die Fähigkeit, die Pocken zu verbreiten. Also hat man auch versucht, tödliche Kampfstoffe zu entwickeln, die man vielleicht zum Beispiel in der Luft oder in den Wassereinrichtungen verbringen kann. Es gab ein Programm, um zum Beispiel für Mirage-Jets Tanks zur Verfügung zu stellen. Das sind Bilder, die UNSCOM vor Jahren dabei zeigt. Und sehen Sie, wie es dieses Spray dort unten absprüht. Das sind 2000 Liter simulierten Anthrax, die dieser Jet dort versprüht. 1985 hat uns ein Offizier, Mujahid Abdul Latif, den Inspektoren erzählt, dass Irak diese Spraytanks an unbemannte Flugzeuge anbinden wollte. Die würden dann eine ideale Methode darstellen für terroristische Angriffe. Der Irak hat zugegeben, 4 dieser Sprühtanks hergestellt zu haben, aber bis heute gibt es keine glaubwürdigen Beweise, dass diese auch zerstört wurden. Beweise, die verlangt wurden von der internationalen Gemeinschaft. Es kann keinen Zweifel geben, dass Saddam Hussein biologische Waffen und die Fähigkeit besitzt, um ganz schnell viel mehr zu produzieren. Er hat die Fähigkeit, diese tödlichen Gifte und Krankheiten zu verteilen, die massive Todesfälle hervorrufen würde. Falls biologische Waffen vielleicht zu fürchterlich sind, um sie hier zu besprechen, aber chemische Waffen sind noch viel schrecklicher. Ich habe schon viel davon.